Was wäre, wenn? Völlig, 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 das sind Spekulationen. Auf Spekulationen kann man keine Debatte oder Diskussion jetzt. Ein einziges Mal. Wie würde dir eine Gesellschaft gefallen? Ich habe als Beispiel genannt, dass es 13 muslimische Staaten gibt, die den Abfall von Glaube mit dem Tod bestrafen. Ja. Wie würde es dir gefallen, wenn es 13 säkulare Staaten gibt, die die Konvertierung zum Islam mit dem Tode bestrafen? Dann wären sie ja nicht säkulär. Das ist eine falsche Fragestellung. Ein säkularer Staat, der die Bürger säkular halten möchte und der Wie nicht würde möchte, dass dir irgendein Bürger gefallen? zum Islam konvertiert. Wie würdest du das bewerten? Ja, ich komme ursprünglich aus so einem Staat, aus Albanien. Okay, du verstehst meine Gleichnisse nicht. Das ist das Die Problem. Antwort wäre einfach gut oder schlecht. Es gibt nur diese Richtig, beiden ganz Wörter als einfach. Antwort. Gut oder schlecht? Frage, dann mache ich mal weiter. Sci-Fi, wie würdest du das finden? Kurz und Ja, knapp. mich brauchst du da nicht fragen. Ich bin für die Gleichberechtigung aller Menschen und würde das natürlich auch genauso schlimm finden, wenn es sowas über Muslime geben würde. Okay, Also, wunderbar, danke. Und du bist ein säkularer Mensch. Lucy, wie würdest du das finden? ja, natürlich auch schlecht. Maher, wie würdest du das finden? ohne Frage schlecht, Bruder. Hermann, wie würdest du es finden? Hermann? Man Ich würde es schlägt. genauso empfinden, wie du das geschildert hast. Ganz einfach. Aber Kalbandi, du fängst an, eine Doktorarbeit darüber zu schreiben. Ja? Statt einfach zu sagen, das ist beschissen. Warum sollte es so etwas geben Und wie, wenn jemand nochmal, zum Islam konvertiert, wird er mit dem Tode bestraft? Sure 65,4, das Nein, geht ja weißt hier. du, weißt du, nein, nein, weißt du, was dein Problem ist? Du stellst dich hin und willst über andere Gesellschaften urteilen. Du bist der Richtige und die anderen Gesellschaften. Ich führe dir nur vor, dass deine Moral Schrott ist. Das ist alles. Ja, aber das ist doch dein Moralbild. In Junge, du lebst meiner. in Deine einem Moral auf dich säkularen selber Staat. an. Moment, Kian, ganz einfach. Er findet es gut, solange es ihn Moment. nicht betrifft. Schrott. Wenn, solange es ihn nicht betrifft, findet er es halt gut. Die Dame von vorhin würde gerne noch rein, habe ich mal gelesen. Moment, ich Jana. muss mal gucken, wer das ist. Na. Ja. Die Jana sehe ich jetzt im Moment nicht. Da aufgegeben. Ah, jetzt sehe ich sie. Moment, eine Sekunde. Und dann hole ich auch noch die Jamna jetzt wieder dazu. Und eine Sekunde, wir haben jetzt hier auch eine Sekunde. Ich muss mal gucken, wer jetzt gerade hier gekommen ist. Hier nochmal eine Frage zu dieser Kinderehe oder generell. Ich habe das also in anderen Streams gehört, dieses Argument. Naja, wenn man seine Tage hat, ist man quasi bereit. Aber ich finde es halt so schlimm, weil nur weil du deine Tage hast, weil da irgendwie zu schnell das halt eingetreten ist, heißt ja nicht, dass du da unten bereit bist, ne, von der Anatomie und auch, dass du vom Kopf her bereit bist. Also wenn ein Kind mit 9 ihre Tage bekommt, das Mädchen, heißt es ja nicht, dass sie vom Kopf her bereit ist für diese sexuellen Sachen. Weißt du, wie ich das meine? Lucy, wir Das ist haben so ja ein nicht um, Schrottargument mit diesen Tagen. genau. Wir haben ja nicht umsonst, Lucy. Wir haben ja, warum dürfen Kinder in Deutschland keine Mietverträge, keine Handyverträge unterschreiben? Warum dürfen sie sich nicht an juristischen Verträgen beteiligen? Warum dürfen sie nicht wählen? Warum dürfen sie grundsätzlich nicht an dem juristischen Verkehr, würde ich Leben, sagen, nicht ja. daran teilnehmen, weil Menschen nach wissenschaftlichen Bewertungen wahrscheinlich erst im Alter von 25 intellektuell ausgereift sind. Alles darunter bedeutet, dass sie ein Defizit haben. Ja, ich sage nicht, dass 20-Jährige nicht reflektieren können über das Leben, aber kann ein 9-jähriges Mädchen, ein 6-jähriges Mädchen in diesem Fall, im Fall von Aisha, kann sie abwägen zwischen richtig und gut und was sie will und etc. Das bezweifle ich. Und das ist das Problem, wenn ein Mädchen mit 9 Jahren, also, oder sagen wir, wenn sie ihre Menstruation bekommt, die kann sie auch später bekommen. Wenn sie ihre Menstruation bekommt, ist es oft so, dass sie die zwischen dem 9. und dem 11. Lebensjahr bekommen. Das bedeutet dann, das ist der Moment, wo der Islam ein Kind zwischen 9 und 11 Jahren als erwachsen betrachtet. Und das ist intellektuell, das ist moralisch und medizinisch und historisch einfach nicht gegeben. Das ist Quatsch.
Hermann, weißt du noch, als wir vorhin in der Debatte, bevor wir zu Kian gekommen sind, haben wir doch mit den stark gläubigen Moslems geredet. Da ging es doch auch genau darum. Und also das Argument dann von dem einen war doch, dass Aisha es ja freiwillig getan hätte. Und das ist ja genau das, was Kian sagt. Ein sechsjähriges Mädchen kann nicht sowas entscheiden. Deswegen ist so ein Argument auch völlig belanglos, ob sie das freiwillig gemacht hat oder nicht. Ein Kind von 6 versteht auch Sexualität gar nicht und versteht auch gar nicht, Ja, was ich kann sie das, wie tun gesagt, auch nicht verstehen. Mal auch bei denen gesehen, Nicht dass das angeschrien. Bin Baz, der oberste Rechtsgeleitete aus Saudi-Arabien, die Sure 65,4 untermauert. Was gibt es da noch großartig zu Du hast ja Ja, gesehen, Sure 65, die Vers 4, eine ergastet der sind. fürchterlichsten Suren im Koran. Also die sind ausgerastet. Der hat geschrien wie, also wirklich wie im Kampf, ey. Ich fand das wirklich unheimlich. Und vor allem körperlich Ja, weil empfindet da die spricht Klitoris von mit mit 6, 7, 8, 9 getroffenen überhaupt nichts. Wellen. Ne? Also ich habe da einen bunten Punkt getroffen bei denen. Absolut, absolut. Und ich meine, ich habe ja hier, ich habe sogar jetzt gerade eine, ich habe jetzt gerade, es gibt eine Fatwa-Seite von Saudi-Arabien, die nennt sich Islam Question and Answer. Das ist das größte juristische Portal, das es in der Online-Welt gibt. Da antworten saudische Gelehrte auf alle möglichen juristischen Fragen. Und da habe ich auch noch mal die Bestätigung, dass ein Kind mit der ersten, ein Mädchen mit der ersten Menstruation heiraten kann. Und wenn ein Junge seine 16 Lunarjahre erreicht hat, ist er auch heiratsfähig. Also beim Jungen ist das hochgestuft, beim Mädchen runtergestuft. Sie geben dem Mädchen Ja, keine dann Zeit im google noch mal Islam, frei zu Bin atmen. Baz Heiratsfakt. Bitte? Der Hermann, seine Verbindung ist Dann echt guck schlecht. noch mal unter Bin Baz Atwa. Okay. Kelmendi, bist du Das war der konvertiert oder oberste bist du. Rechtsgelehrte aus Saudi-Arabien. Bist du Ja. konvertiert, Kelmendi, oder warst du schon seit Geburt an in der muslimischen Familie? Ja, ich bin gebürtiger Muslim. Ah, okay. So, ich hole jetzt noch jemanden hoch, der oder die Dani kann ich jetzt nicht sagen. Ist Dani, hallo? Hallo? Gut, dann eben nicht. Da war auch eine nette Dame gerade im Chat, die hat auch gesagt, sie bleibt beim Islam, der Islam wird siegen. Ja, das ist eine Trottreaktion, ne? Das ist Genau. Ich hatte eine Frage an Kelmendi und dann bedanken für das geh ich auch Gespräch runter. und mach weiter. Es ist sehr wichtig, dass man aufklärt. Aufklären, aufklären. Klären. Was anderes machen wir ja nicht. Wir klären nur noch auf, wir sagen, was da in den Schriften steht, und das ist ja keine Kritik, das ist in dem Sinne nichts Schlimmes. Man klärt ja nur auf. Aber wenn man Moslem spricht, dann ist Aufklärung immer irgendwie ja, Hass und was ich nicht Hetze, alles. Hetze. Ja, die haben uns auch direkt geklickt, geblockt und In dem wir Sinne mussten wünsche ich beseitigt werden euch wegen noch denen. einen schönen Alles Gute, Hermann. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank. Oh, Hermann. Darf ich meine Frage an Kelmendi stellen? Ja. Wir wissen jetzt, ich habe auch selber ganz oft irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen gemacht oder geleitet und wir wissen, dass zum Beispiel ein gewisser Prozentsatz an Menschen dazu neigt, auf dem Spektrum von Sexualität von heterosexuell bis zu transsexuell und Gender Non-Binary, dass es alles existiert. Das bedeutet per Definition, dass du und deine Kinder auch in diesen Spektrum fallen könnten. Was würdest du Ja. machen, wenn deine Tochter, dein Sohn, bitte nicht antworten, bis ich fertig bin, die zu dir sagen würde oder du findest raus, dass sie schwul oder lesbisch sind? Und wir wissen aber, dass Therapie in Anführungszeichen Umwandlungstherapie oder Conversion-Therapie einfach nicht funktioniert. Das schädigt Kinder sehr. Das wissen wir jetzt auch und das weißt du jetzt auch. Was würdest du denn machen mit deinen eigenen Kindern? Und was, wenn ich dir jetzt sage, dass es Leute gibt, die homosexuell, die solche Neigungen wie du zum Beispiel hatten und dass die geheilt wurden und jetzt eine Familie haben, verheiratet und Kinder haben? Okay.
Das war nicht eine Antwort auf meine Frage. Wir haben den gesellschaftlichen Druck einfach gefügt. Ist das auch Heilung für dich? Ganz kurz, weil ich hab die Studien dazu, ich habe die Studien selbst gedreht. Also ich habe die selbst, ja. Karl Mandy, was ist deine Antwort dazu? Ach, du meinst jetzt, wenn ich jetzt einen Sohn hätte, der schwul wäre? Klar, oder eine Tochter, die lesbisch, oder einen Sohn oder Tochter, die trans sind. Ja, das wäre natürlich eine Tragödie für mich und auch für meine Familie wahrscheinlich. Ich würde das auf jeden Fall so nicht hinnehmen können. Ja. Ich würde halt alles, was in meiner Macht steht, dazu beitragen, dass mein Sohn zum Beispiel von so einer Neigung geheilt wird. Wie bitte? Ich weiß, also ich hab jetzt nur Musik gehört, aber Entschuldigung, war mein Fehler. Diese Heilung. Wenn das nicht klappt, Diese Heilung existiert halt nicht. Und das wissen wir wissenschaftlich auch. Die schädigt sehr. Die bringt dazu, dass die Kinder in der LGBT-Community, also Kinder, es sind keine Erwachsene, Kinder, fünfmal so viel Suizidrate haben als heterosexuelle Kinder. Und diese Suizidrate ist sehr hoch, weil sie diesen Druck in der Familie erspüren und in der Gesellschaft. Also wissen wir, dass in Anführungszeichen die Hilfe, die du anbietest, einfach nur eine Gefahr ist für dein Kind. Wäre das dir auch egal? Also der Gedanke wäre mir lieber, wie wenn ich mit dem Gedanken leben müsste, dass zum Beispiel mein Sohn hinten was reinbekommt. Also damit könnte ich auf jeden Fall nicht leben. Okay, na, das ist eine ehrliche Frage. Also ich kann dazu nichts sagen. Es wäre ja auch viel schöner, wenn wir alle füreinander da sind, als uns immer gegenseitig irgendwas zu verbieten und gegeneinander kämpfen. So. Ich finde dieses Gegeneinander oder Menschen umbiegen wollen halt vom Prinzip her auch schon kontraproduktiv. Ist so, Alter, ist so. Und das ist halt nicht, ich finde das halt absolut nicht kongruent mit der Welt, in der wir zusammenleben wollen. Und wir wollen ja auch alle zusammen ein Haus bauen. Und wir wollen da drin leben können, zusammen Brot brechen können, zusammen die Zukunft an können. Die Probleme mit der Zukunft zusammen bestreiten können, aber das will er nicht und das wollen sie nicht. Und wenn wir das verallgemeinern, sind wir Hasser. Aber wenn du ein bisschen dich entfernst und dir darüber Gedanken machst, siehst du, dass es kein Hass ist, sondern auch einfach nur eine Angst vor der Zukunft von diesem Zusammenleben. In dem Sinne, Kian, danke, dass ich dabei sein durfte. Lucy, X-Files, Ken Mandy, gute Nacht euch allen. Ja, gute Nacht. Schön, dass du da warst. Servus. Danke. Ich bin jetzt auch mal raus. Ne? Ich finde es wirklich heftig auch noch, dass du, Mandy, sagst, dir wärst lieber, dein Kind ist tot, als dass er schwul ist. Aber gut, dein Leben. Habe ich heute nicht zum ersten Mal gehört. Dann euch allen eine gute Nacht. Ja, dir auch, Lucy. Alles Gute. So. Ja, schrecklicher Gedanke, ja. Ja, absolut. Also man sieht es, ich finde, Kelmandy, du hast ganz viele intellektuelle Probleme bei der Einsortierung deiner Gedanken. Und ich erkenne, dass der Islam dafür verantwortlich ist, dass du solche Gedanken hast. Ich kann dir nur raten, als jemand, der 3 Jahrzehnte im Islam war, reflektiere nochmal über diese Religion. Da bist du nicht richtig zu Hause. Also wer den Tod von anderen Menschen wünscht, weil sie eine bestimmte Neigung haben oder einer bestimmten Religion angehören, da stimmt was mit dieser Religion nicht. Ja, kann ich nicht anders sagen. Aber bist du der Meinung, dass dein Ausstieg aus dem Islam jetzt irgendwie die Welt verändert? Habe ich doch schon. Ich habe freiwillig und unfreiwillig Menschen vom Islam weggebracht. Ich habe meine Familie geändert. Ja. Ich habe geholfen, dass Menschen den Islam besser verstehen. Ich habe Muslime dazu gebracht, über ihren Glauben zu zweifeln. Und nicht nur über ihren Glauben zu zweifeln, sind auch mehrere Muslime sind dann weg vom Islam, nachdem ich sie mit der eiskalten Realität konfrontiert habe. Ich habe auch viele Muslime getroffen, die noch fester im Glauben waren, nachdem sie mit mir gesprochen haben. Kann auch passieren. Jeder so, wie er seine Hartnäckigkeit das gerade ihnen diktiert. Ja. Aber tut mir leid. Ja. Ich,
Ich finde deine Haltung, Menschen den Tod zu wünschen oder Menschen in ihren Freiheiten einzusperren, weil sie nicht nach dem Lebensmodell leben wollen, das du willst, das ist schon ziemlich heftig. Ja, aber schau mal, zum Beispiel, du nennst dich ja Ex-Muslim und Islam-Aufklärer und so weiter, ne? Es mag ja gut möglich sein, dass Leute wegen dir den Islam verlassen, an das ich zum Beispiel nicht glaube, ne? Ich bin Muslim, ich glaube, dass das von Gott kommt, so die Überzeugung. 30 Jahre lang. Ich habe zwei Museen in Berlin mitgegründet. Ja. Gott hat das ganze Universum erschaffen, 8 Milliarden Planeten, aber er kümmert sich darum, ob ihn Ingo und Stefan küsst oder wie. Aber ja, ganz genau, völlig absurd. Die eine Sache ist halt, okay, du kämpfst dagegen an, gegen den Islam, und es gibt 1000 andere, die dafür kämpfen. So genau dasselbe, was du machst, mit Online-Streams. Leute, die 12.000 Zuschauer haben und so weiter, ne? Leute, die jeden Tag andere Leute, Deutsche, auch vom Islam überzeugen. Also völlig in Ordnung. Es gibt die einen und es gibt die anderen. Das ist völlig, deswegen komme ich auch hierher. Ja, Kian, ich bin das zweite Mal da und ich habe immer über 450 Leute schon erreicht. Kian, das stimmt, ne? Konvertiten sind meist noch radikaler in ihren Ansichten als. Extrem. Ich warne vor Konvertiten. Sie sind die schlimmste Sorte von Muslime. Ja, das ist halt das, es wird halt nichts daran ändern. An der Realität oder an das Gottgegebene. Es kommt alles so, wie es kommen soll. Die westliche Lebensart hat der muslimischen Lebensart schon richtig heftigen Schaden zugefügt. Wenn du auf meinen YouTube-Kanal gehst, auf meinen Podcast, auf meinem Radar-Podcast, da habe ich ein Video hochgeladen von den Spitzenprediger in der westlichen Welt, von Bilal und Mohammed Hijab und so weiter und so fort, die alle sagen, oh, wir kriegen jeden Tag Nachrichten von Muslime, dass sie nicht mehr an Gott glauben. Ja, 24% der westlichen Jugend im Islam fällt vom Islam ab. Ihr habt eine unglaublich hohe Rate von Leuten, die den Islam an den Nagel hängen. Und in der arabischen Welt habe ich Studien gesehen, dass bis zu 70 Millionen Araber, von 380 Millionen Araber, mittlerweile sich atheistisch ausrichten. Und die Tendenz wäre viel höher, wenn sie nicht befürchten müssten, von islamischen Milizen oder von ihrem Umfeld oder von der Gesellschaft verfolgt und ermordet zu werden. Ja, aber schau mal. Ich erwähne jetzt extra Albanien, weil ich finde, Albanien ist ein sehr gutes Beispiel dafür. In Albanien hat über 40 Jahre extremer Atheismus, also es war staatlich geregelt. Ne? Leute, die was zum Beispiel ein Kreuz hatten oder die einen Koran zu Hause hatten, die haben dafür 5 Jahre Knast kassiert. Man hat Kirchen, Moscheen zerstört. Gottes Glaube war nicht gegeben. Er war absolut verboten. Der Kommunismus ist gefallen in Albanien. Die Leute haben wieder zur Religion gefunden. Heute sind wieder 90% in Albanien religiös. Also was heißt religiös? Sie gehören auf jeden Fall einer Religion an. Ob es jetzt Christen oder Muslime sind, spielt ja keine Rolle. Aber man sieht, dass es einfach nichts bringt, weil Leute immer nach einen Sinn im Leben suchen. Ich will ja den Islam nicht verbieten. Ich bin für Religionsfreiheit. Deswegen schreibe ich dir das Recht zu, an deinen Gott zu glauben, selbst wenn ich nicht glaube, dass er ein Gott ist. Aber ich will dir deinen Glaube gar nicht wegnehmen. Ich möchte nur, dass du mit deinen Welteroberungsfantasien ein bisschen dich zurücknimmst und nicht darauf wartest, die nicht-muslimische Gesellschaft von Deutschland zu islamisieren. Denn das ist auch dein Wunsch. Du träumst von einer Scharia. Das stimmt absolut nicht. Haben wir auch keine Religionsfreiheit, sondern Freiheit im Glauben. Das ist etwas Geistliches, was ich im Kopf habe. Das Wort Religionsfreiheit kenne ich so nicht vor. Eine Sekunde, Freunde. Wir haben jetzt die Jasmin hier. Jasmin, möchtest du kurz dich vorstellen oder was sagen? Ja, danke erstmal, dass du mich hochgeholt hast. Also ich habe nie dem Islam angehört, allerdings komme ich selber aus einer sehr konservativen Kultur, / Religion. Und ich bin, das, was er jetzt von sich gibt, das kenne ich nur zu gut. Aber es ist nicht nur der Islam so, das sind alle Menschen aus dem Orient so. Sie haben von Grund auf... Wir sind oft nicht anders, das stimmt. Die haben auch eine sehr strenge Sittenkultur gegenüber Frauen, sehr eingeschränktes Rechte für Gruppen außerhalb. Eine jesidische Frau darf auch keinen nicht-jesidischen Mann heiraten. Ist auch ein Richtig. Also ich bin ursprünglich Jesidin gewesen und es gibt zwar bei uns keine konkrete Meinung zu Homosexualität, aber es ist trotzdem verpönt in der Gesellschaft, wenn es homosexuelle Menschen gibt. Und ich kann nur sagen, dass sogar
bei so Kleinigkeiten, was für mich komplett normal ist, du für in einem anderen Land dafür gesteinigt werden kannst. Und ich finde das so schrecklich, dass es Menschen gibt, die trotzdem Eltern werden dürfen. Es sollte eigentlich so Präventivmaßnahmen geben, eigentlich, meiner Meinung nach. Absolut, absolut. Ich stimme dir komplett zu. Du kommst aus einer sehr toxischen Kultur. Ich habe mit Jesiden sehr oft gesprochen, besonders mit jesidischen Frauen. Und ich weiß, dass die Hölle durchlaufen sind durch ihre jesidische Gesellschaft. Und ich habe mit vielen muslimischen Frauen gesprochen, die sich nicht glücklich fühlen. Die sagen, dass der Islam oder auch die islamische Kultur sie erdrückt und ihnen nicht die einmalige Chance gibt, ihr Leben so zu leben, wie sie es leben und gestalten wollen. Das ist ein gigantisches Problem. Und das haben wir einwandern lassen, dieses Problem. Jetzt hast du dich Gott sei Dank aus diesem engeren Korsett hast du dich befreit und ich hoffe, dass du das Leben jetzt so lebst, wie du es leben möchtest. Gott sei Dank. Also ich muss ehrlich sagen, seit ich aus diesem Patriarchat und dieser super misogynen Gesellschaft raus bin, konnte ich endlich aufatmen und habe mich ein Stück weit selbst wiedererkannt. Und ja, das westliche Leben als solches, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich in diesem Land geboren bin, wo ich alle Möglichkeiten habe, mit dem zusammen sein möchte, den ich möchte. Ja. Und das ist ein so krasses Privileg. Und ich weiß, meine deutschen Freundinnen haben das zum Beispiel nie verstanden. Die haben gesagt, das ist doch was Normales. Für mich war das die Welt. Für mich war das so, als würde man mir eine neue Welt zeigen. Und ja, ich kann es nur befürworten, was du sagst. Und ich finde es so... das ist ja nicht nur das Einzelfall. Auf TikTok sehe ich ja nur solche Sachen, ne? Wo sich zwei so Leute aus dem Orient, sag ich jetzt mal, so unterhalten. So Anatolien-Bereich ist sowieso ganz Katastrophe. Und dass die Kinder haben, das ist sowieso, wo ich mir denke, die armen Kinder, ich hoffe, dass die irgendwann aus diesem Dunst raus sind und ihr eigenes Leben führen. Das kann man dazu einfach sagen. Absolut, absolut. Ich habe jetzt auch einen neuen Gast mit reingebracht. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, hi, danke nochmal, dass du mich hochgeholt hast. Ja, grüß dich. Kein Problem. Es hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe gesehen, du warst ziemlich lange da schon drin, aber ja, die Diskussion war so spannend, dass ich das nicht unterbrechen wollte. Ja, kein Problem. Also ich habe eine Meinung dazu, und zwar geht es darum, ich finde so Religion allgemein, egal christlich, muslimisch, diese abrahamische Religionen, alle Religionen haben so Verfallsdatum, deren Verfallsdatum ist schon längst abgelaufen. Das Problem bei vielen auch sehr, so vom muslimischen oder auch vom christlichen, also die haben nicht das Buch selber gelesen, sondern die hören zu und plappern alles nach. Das ist das Problem. Also zum Beispiel viele, sagen wir, aus Türkei oder aus nicht-arabischen Ländern, die dann dem Islam zugehören, die kennen also nicht, was da wirklich in dem Koran drin steht. Ja. Weil das auf andere Sprache ist, die haben nicht die Übersetzung gehört, sondern die lernen das von Eltern, von deren Eltern, wird das nur beigebracht und das Falsche beigebracht. Aber meine zweite Kritik an Religion an sich selber ist es auch so, jeder von deren Religion sagt, dass man keine Götzen anbeten soll. Aber in Christentum ist das so, in Islam ist das so, dass sie einfach einen Stein in Kaaba gebaut haben und die beten das an. Das ist nichts anderes als ein Götze. Von Menschenhand gemachtes Ding, was die anbeten. Die sagen Gottes Haus, aber wenn die an diesen Gott, was die selber glauben, Gott ist ja überall, dann muss man nicht in der Richtung beten, irgendwie mit dem Kopf auf dem Boden, mit dem Po nach oben, dass man dann irgendwie Gottes Segen bekommt, finde ich. Und dritte Meinung finde ich so, finde ich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, auch extrem von jetzt, X-File war das, glaube ich, wo der meinte halt, man sollte solche, sagen wir, Islamisten in keine Ahnung wohin schicken. Ich finde so, man darf die Leute nicht einkategorisieren. Also wenn du einen faulen Apfel drin hast, nee, heißt es nicht, dass du... X-File hatte das nicht gesagt, das kam vom Warmann. Ach so, vom Warmann, ja. Entschuldigung, gesagt, X-File. Was machen wir mit denjenigen, die wir nicht mehr loskriegen? Ja, aber also ich finde das ehrlich gesagt auch nicht gut, weil meiner Meinung nach, ne, wir sollten alle akzeptieren und respektieren, aber
genauso wie wir halt selber halt Akzeptanz verlangen oder Respekt verlangen, müssen die auch natürlich. Darf ich kurz ja, intervenieren? Weil klar doch. Unsere deutsche Gesellschaft hat so etwas wie eine Chancengleichheit für alle. Ja, das heißt, wer nach Deutschland kommt, der wird nicht erst an der Grenze abgescannt, bist du Muslim, bist du Jeside, bist du das. Du kommst einfach nach Deutschland und dann bist du ein Teil dieser Gesellschaft. Und dann liegt es an dir, wie viel Anerkennung du bekommst. Und unser Gesellschaftsmodell ist perfekt. Ja, wir sind keine wirkliche säkulare Republik, aber wir haben so etwas wie einen staatlichen Überbau, der sagt, Religionseinmischung im Staat wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Leute ihre Religion frei ausüben können. Aber das letzte Wort hat der Staat. So funktionieren gute Gesellschaften. Wenn man aus einer islamischen Gesellschaft kommt, dann kommt man aus einer toxischen Kultur, dann kommt man aus einer Kultur der Bevormundung und aus einer Kultur, in der meistens immer eine Religion dominiert über alle anderen. Und ich verstehe Xyfy oder Warmann in der Sache so, dass ich sage, wer diesen genialen Überbau nicht akzeptieren kann, der sollte auch nicht unter uns leben, wenn er den Status quo dieser Gesellschaft ändern möchte. Denn ich möchte nicht in einem islamischen Albtraum morgen wach werden. Möchte ich nicht. Ich möchte weiterhin in einer säkularen Republik leben und ich möchte, dass die Leute ihre Chance haben, an ihren Gott oder an ihre Fantasiegötter zu glauben, ist völlig in Ordnung, völlig okay. Aber Muslime, die praktizierenden und die fanatischen Muslime, sie neigen dazu, zu denken, wir müssen den Status quo einer Gesellschaft ändern. Und deswegen arbeiten sie darauf hin. Während wir hier reden, gibt es da draußen muslimische Organisationen, die mehr politischen Einfluss in Deutschland gewinnen wollen. Wir erleben gerade die Gründung von vielen muslimischen Parteien in Europa. Wir haben jetzt schon 11 aktive muslimische Parteien von 25 muslimischen Parteien in Europa. Was glaubst du, warum die gegründet werden? Die sehen den Einwanderungstrend. Mehr und mehr Muslime kommen nach Europa. Das sind unsere zukünftigen Stimmen. Und über die werden wir dann also auch Kontrolle und Einfluss ausüben auf die säkularen Systeme. Und damit kämpfen wir dann mittlerweile in 10, 15 Jahren werden wir damit dann zu kämpfen haben. Und dann werden alle den Nachteil haben, die nicht religiös sind, die nicht muslimisch sind. Deswegen kämpfe ich so sehr gegen den Islam, weil ich weiß, wenn der Islam siegt, dann wird die Hölle nicht nur eine Fiktion und eine marginale Sache, sondern dann wird sie literarisch gesehen echt. Und das will ich vermeiden. Ja, Kian, aber absolut recht. Eine kurze Sache noch, weil du mir vorhin in den Mund gelegt hast, dass ich es mir so sehr wünsche, dass zum Beispiel Deutschland islamisch wird. Ne? Das stimmt nicht. Du denkst, dass das säkulare System, das Grundgesetz von Deutschland, besser ist als der Koran. Und du möchtest Allahs Anweisung, dass er sein Licht vollenden will, ob es den Ungläubigen gefällt oder nicht. Allah will sein Licht vollenden. Das heißt, er will den Sieg. Nasr min Allah, weil Fathun Karib. Ja, mit der Hilfe kommt der Sieg Allahs. Das ist ein Unfair. Aber schau mal, wenn Deutschland islamisch werden sollte, dann wird es nicht so sein, weil es die Muslime so wollen. Dann wird es so sein, dass es Gott so will. Verstehst du? Weil wir haben als beste Beispiel das größte islamische Welt der Land, Indonesien. Wie ist Indonesien muslimisch geworden? Durch Eroberung, durch das Schwert? Wie denn? Du kennst selber die Geschichte. Wie die meisten muslimischen Staaten hat auch Indonesien seine Heimsuchung durch muslimische Eroberer erlebt, ganz genau. Nein, richtig. Und erzähl mir nicht, dass die Doch. Indonesien durch Händler... Hauptsächlich ist der Islam dort eingetreten. Es ist historisch nicht wahr. Afghanistan war buddhistisch. Ägypten war koptisch, war christlich. Sie sind alle durch muslimische Eroberer... Aber ich rede von Indonesien. Kelmendi, guck dir einfach Malediven an. Wie ein Paradies, was jetzt auch islamisiert wurde. Naja, Malediven ist schon lange islamisch. Was heißt denn lange? Ich bitte dich. Kelmendi, aber guck mal, das Problem ist, hast du mal Koran selber? Malediven islamisch. Ja, aber Kelmendi, mal eine ganz kurze persönliche Frage. Hast du mal den Koran auf deine albanische Sprache gelesen? Ja, sicher. Dann wird auch alles verstanden. Auch kein Küssen. Hä?
Also ich glaube, wir haben es echt mit einem Blei zu tun. Aus einem Töten wird kein Küssen, aus einem Kuscheln wird kein Köpfen. So, das sind Wörter, die aber sinngemäß, das, also sonst müssten ja alle Muslime weltweit was anderes machen. Die machen alle das Gleiche, weil das alles die gleiche Bedeutung hat. Ja, ich danke Gott dafür, dass der Islam zu uns Albaner gekommen ist, weil und dass wir uns vom Christentum Kelmendi. abgewendet haben und zum Islam konvertiert sind, weil laut der christlichen Lehre zum Beispiel, als uns die Serben überfallen haben und uns abgeschlachtet haben wie Vieh, hätten wir einfach die linke Backe hinhalten sollen. Und der Islam befiehlt uns zu wehren, unsere Frauen und Kinder zu beschützen und gegen die Ungerechte zu kämpfen. Und da lobe ich mir doch den Islam. Also nicht alle beschützen und gegen niemanden kämpfen? Wie wäre es damit? Wie bitte? Wie wäre es damit? Alle beschützen, gegen niemanden kämpfen? Ja, das gibt's aber nicht. Bestes Beispiel ist doch gerade Ja, Russland aber und wieso Ukraine. machst du das doch? Wieso musst du zum Islam? Du kannst das doch für dich entscheiden. Nee, ich will nicht kämpfen. Ich kämpfe nicht. Und dann bist du Aber raus. Ganz einfach. ich muss doch kämpfen, wenn ich angegriffen werde. Das, was ihr doch hier macht, ist Aber doch das nein. Problem ist, Sure 5, Vers 33, derjenige, der Allah befehdet, soll an Händen und Füßen wechselseitig abgehakt werden. Es reicht, wenn du den Islam in seiner Ausbreitung behinderst. Das ist Kämpfen gegen den Islam. Da musst du nicht körperlich angegriffen werden. Wenn ich sage, es gibt es gibt nur Schweinefleisch, also du darfst nicht beten, ist der Islam eingeschränkt, du darfst dich verteidigen. Und das ist das Problem. Ja, dann ist es halt ein ideologischer Kampf. Kelmendi, eine ganz kurze Ja, Frage nochmal an dich. also derjenige, der gegen Allahs Gesandte kämpft und gegen Allah. Allah ist ja was immer Spirituelles, den kann ich ja nicht bekämpfen hier vor mir, der existiert ja nicht so. Also Allah bekämpfen ist natürlich den Islam bekämpfen. Ja. Und der findet ja nicht nur mit Waffen statt. Der findet ja Genau, und hauptsächlich deswegen ist ideologisch dieses statt. Pseudo-Argument, der Islam dürfte sich nur verteidigen, ja auch völliger Blödsinn. Weil wenn der Islam sagt, hier in das nächste Land, da herrscht der Islam nicht und die wollen den auch nicht, er wird also in seiner Ausbreitung behindert. Und so hat der Islam sich doch aus Saudi-Arabien über viele, viele Länder nach vorne verteidigt, sagen wir mal so. Kelmendi, darf ich auch ganz, ganz kurz was fragen? Ja. Du bist ja Muslim, richtig? Bist du Gott? Nein. Guck mal, in deiner Religion steht doch, nur Allah darf über Leben und Tod entscheiden. Warum entscheidest du über Leben von anderen Geschöpfen? Wenn du sagst, ich darf den nach meiner Religion töten oder keine Ahnung, weil er andersgläubig ist oder irgendwie homosexuell ist. Warum entscheidest du über das Leben von jemand anderen, wenn du nicht Gott bist? Ich entscheide doch gar nicht. Du sagtest doch. Also, Ich hab gesagt, ja. ich lob mir meinen Glauben, dass mein Glauben, mein Volk dazu aufgefordert hat, sich zu verteidigen und sich nicht einfach wehrlos zu stellen. Und das ist doch Kannst ein du mir dann Supernachricht. die Ehrenmörde dann bitte klären? Die Weil du Ehrenmörder, entscheidest. die gibt es zum Beispiel bei der Yasemin, bei ihren Jesiden gibt es die auch. Also das hat Bei rein den gar nichts Muslimen gibt es ja erstmal. auch, dass der Ehrenmord koranisch verankert. Nein. Ja. Doch. Sura Al-Kahf. Doch. Nein, Sura dann Al-Kahf. zitiere die mal. Also als erstes, ich würde nicht Ehrenmord sagen, weil es gibt keinen Mord mit Ehre. Es sind Femizide, die passieren. Und ich denke, keine Religion aus Anatolien kann sich davon freisprechen. Allerdings gibt es im Koran, ich weiß jetzt die Hadithe nicht und die Sunna nicht, aber ich weiß nicht nur, dass es Selbstjustiz da ist im einfach Koran gibt. verboten. Moment, 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 das muss ich mal Durch deine klarstellen. Hände. Allah tötet durch deine Hände. Du tötest nicht selber, Ja. sondern Allah tötet durch dich. Ja, aber ich muss das noch mal ein bisschen korrigieren. Und zwar Sura Selbstjustiz Al-Kahf. gibt es im Islam nicht. Sura Al-Kahf, die Höhle. Was passiert in der Sura Al-Kahf? Weißt du, was in der Sura Al-Kahf passiert? Ja, erzähl ruhig, ich höre dir zu. Na, da gibt es, Moses trifft auf eine mysteriöse Gestalt. Diese Gestalt heißt wie? Es ist doch jetzt völlig egal. Du willst von der Geschichte von Moses Na, ich will ausgehen, nur dass wissen, er ob du über die das. Sura Al-Kahf, über den Ablauf der Sura Bescheid weißt. Er trifft dort auf eine mysteriöse Gestalt, die sich Khidr nennt, der Grüne. Ja, okay. Und darauf willst du jetzt Ehrenmord beziehen? So, Khidr sagt zu Moses, du pass mal auf, wir machen
Ich bin von Allah gekommen, um dich zu testen, und ich möchte, dass du meine Handlung während der Reise mit dir, dass du die nicht in Frage stellst. Und dann passieren drei Dinge. Und bei der zweiten Prüfung tötet Riddle einen kleinen Jungen. Ja. Einen kleinen Jungen. Mhm. Wie rechtfertigt er die Tötung des kleinen Jungen? Nach der Hadith und nach dem Koran. Erzähl's mir. Nein, das musst du ja doch wissen, weil das ist doch dein Buch. Musst du doch wissen. Nein, nein, erzähl's mir doch ruhig. Okay. Er sagt, wenn der Junge größer geworden wäre, hätte er seine Eltern mit Sünden und Taten des Ungehorsams überlastet. Daher beabsichtigte Allah, ihn durch ein frommeres Kind zu ersetzen. Was macht Riddle? Er schlägt diesen Jungen. Einen kleinen Jungen. Bestraft ihn faktisch für Dinge, die er noch nicht getan hat. Das ist Ehrenmord. Auf dieser Basis bauen viele Muslime heute ihre Gründe auf, ihre Mädchen und Jungen, wenn sie vom Islam abfallen oder von der Kultur abfallen oder wenn sie sich nicht gehorsam benehmen, ihre Kinder mit dem Tod abzustrafen. Das ist ein typisches Verhalten in der islamischen Welt. Dass Mädchen, die zum Beispiel nicht gesellschaftskonform leben, dann umgebracht werden. Und das hat seine Wurzeln in Sura Al-Kahf, in der Höhle. Du nimmst jetzt eine prophetische Vision. Das ist keine Vision. Er hat wirklich dieses Kind erschlagen. Ja, ja, weil er das Schiff dieser Handelsleute, die der Fischer hat er zerstört. Und er hat eine Vision gehabt. Er hat einen Auftrag gehabt, dieses Kind zu töten und Moses damit eine Lektion zu unterbreiten. Und er hat Moses, und das Schöne ist, dass laut Hadith und laut Koran Moses benimmt sich komplett menschlich. In allen drei Fällen besteht er die Prüfung nicht. Er versteht nicht, was der Riddle da tut. Moses hat eine völlig menschliche Reaktion und sagt aber. Und Riddle erklärt es ihm und Moses leuchtet das nicht ein. Aber du warst doch Muslim, sagst du, 30 Jahre. Ich frage dich eine ganz einfache Frage. Ist Selbstjustiz im Islam erlaubt? Und antworte ehrlich bitte. Du kennst die Antwort. Ist Selbstjustiz in Islam erlaubt? Was meinst du? Ja, ist es. Weil es gibt diese eine, pass auf, es gibt diese eine Sure, die besagt, dass nicht du tötest, sondern Allah durch dich durchtötet. Du gibst also Verantwortung ab und auch das eigene Handeln. Das ist also, bist gar nicht du, der tötet. Es gibt hier alles eine Sure. Es ist eine ganz einfache Frage. Ihr bezieht euch ja immer auf islamischen Gelehrten. Der hat das gesagt, der hat das gesagt. Bringt mir eine Fetwa, die bestätigt, dass Selbstjustiz im Islam erlaubt ist. Erst einmal gibt es zwei verschiedene Formen. Fardo Ein und Fardo Kifaya. Und Fardo Ein heißt die individuelle Pflicht. Die leitet sich aus dem Koranvers ab, Amr bin Maruf, wa nahna ala munkar. Ja, das Gute gebieten und Schlechtes verwehren. Das heißt, du kannst direkten Einfluss ausüben auf eine bestimmte Situation, wenn das Gute nicht mehr geboten werden kann und das Schlechte sich verbreitet. Die Gelehrten haben gesagt, das ist dann die sogenannte individuelle Pflicht. Und wenn das ein muslimisches Land überfallen wird, dann trifft Fardu Kifaya in Kraft. Die allgemeine Pflicht zur Verteidigung zum Beispiel. Und ja, da wird keiner mehr gefragt, ob er einer regulären Armee angehört wird. Da darfst du töten. Da darfst du Menschen umbringen. Kriegszustand. Es ist in jedem Land so. Es spielt keine Rolle. Ich habe gerade gesagt, es gibt Fardo Ein, die individuelle Pflicht. Und das ist, wenn du zum Beispiel siehst, wenn ein bestimmter Zustand erreicht ist, in der sich das Fesaat, also die Ungerechtigkeit, das Anrüchige und das Anti-Islamische breit macht, dann darfst du auch zu den Maßnahmen greifen, um Amr bin Maruf, man nahna ala munkar, das gute Gebieten und das schlechte Verwehren wieder in Kraft tritt. Und deswegen haben sich in Pakistan und im Iran zum Beispiel Einheiten auch Amr bi Maruf, Manachna ala Munkar genannt. Ja, militärische Einheiten, weil sie das gute Gebieten und das schlechte Verwehren wollen. Und deswegen, ja, es gibt grundsätzlich eine Möglichkeit, die Selbstjustiz, die verbotene Selbstjustiz im Islam zu umgehen, indem man nämlich das Fitna und das Fesaat mit seiner Handlung
umgeht. Wie, so zum Beispiel wie der Libanese, der gedacht hat, es sei seine individuelle Pflicht, Salman Rushdie in New York zu attackieren und ihm ein Auge auszustechen und ihm seine Niere zu zerstören. Das war eine individuelle Pflicht, nämlich einen Unruhestifter, einem Unruhestifter auf Erden davon zu hindern, weiter Unruhe zu stiften in der Welt. Das ist, was der Islam Menschen anbietet, um individuell zur Selbstjustiz zu greifen. Wie gesagt, genau, du hast gerade gesagt, irgendwas mit Kriegszustand. Du hast das auch vielleicht schon mal gehört. Es gibt im Islam das Dar al-Harb, das Haus des Krieges, und das Dar al-Islam, das Haus des Islam. Und für den Islam herrscht überall dort, wo der Islam nicht herrscht, das Haus des Krieges. So kann man sich das auch einfach ganz leicht herleiten, weil du gerade Kriegszustand gesagt hast. Und es gelten auch einige bestimmte Regeln nicht. Dieses Konzept Darul Harb, Darul Islam, ist nicht neu. Das ist ein paar hundert Jahre altes Konzept. Und auf diese Weise wurden ganze Gesellschaften umprogrammiert und islamisch gemacht. Und in Darul Harb hat auch niemand, in einer nicht-muslimischen Gesellschaft, hat kein Muslim wirklich die Gesetze des Landes zu respektieren, wenn zum Beispiel das gegen Gott geht. Ja, zum Beispiel Islams behindert, ganz genau. Richtig, Wahlen zum Beispiel. Die meisten Muslime in der westlichen Welt werden aufgerufen, nicht zu wählen, weil es anti-islamisch ist. Es ist so etwas wie eine Wahl im Islam nicht gibt. Und daran halten sie sich. Das heißt, die Muslime müssen nicht zwangsläufig sich an die Spielregeln einer säkularen Gesellschaft halten, wenn sie in sie einwandern. Weil sie haben nur den Koran zu respektieren und die Anordnung des Propheten Mohammed und im besten Fall das, was ihre Scharia-Gelehrten sagen. Fertig. Dann frage ich mich aber, warum sie dann ein westliches Land anstreben, was ja gegengesetzlich Expansion. Ihrer Philosophie Expansion. Ist. Expansion. Hier finden sie Wohlstand, hier finden sie den Frieden, den sie in den islamischen Welt nicht finden. Sie Frieden finden gibt es, wenn die ganze die Welt islamisch ist. Ja? Die ganze Welt muss islamisch sein. Erst dann herrscht Frieden für den Islam. Richtig. Richtig. Überall anders ist da Al-Harb. Ja? Aber das hat ja nichts mehr mit Frieden und Pazifismus zu tun, sondern das ist ja dann... Der Islam ist eine Kriegsreligion. Ist eine Kriegsreligion. Natürlich nicht. Was hat Islam denn mit Frieden zu tun? Sicherlich, du hast schon recht, es gibt sicherlich Gelehrte, die dazu aufrufen, dass Wahlen verboten sind. Diese Aufrufe haben wir jetzt zuletzt auch in der Türkei gesehen, natürlich. Aber es gibt auch tausend andere Gelehrte, die Muslime dafür auffordern, zu wählen. Stimme ich dir zu? Das ist die typische Uneinigkeit in der islamischen Welt. Ich kann dir mal sagen, das Einzige, worauf sich Muslime in der islamischen Welt einigen können, dass sie sich über nichts einig sind. Das ist das Einzige. Ja, weil heute sagt ein Gelehrter so, morgen sagt das ein anderer Gelehrter anders. Die Schiiten sagen es so, die Sunniten lesen den Koran anders. So wie du Takfir gemacht hast auf 450 Millionen Schiiten, machen 450 Millionen Schiiten Takfir auf 1,6 Milliarden Muslime. Ja, das ist das, was ich meine. Es gibt über nichts Einigkeit im Islam. Ja, das ist ja selbstverständlich. Was ist selbstverständlich daran, 450 Millionen Menschen ihren Glauben an Gott abzusprechen, die jeden Tag fünfmal beten, Allah sagen und den Propheten Mohammed huldigen und respektieren, denen ihren Glauben abzusprechen, weil sie einen anderen Führer nach dem Tod des Propheten gewählt haben als du? Nein, weil es auch eben Interpretationssache ist. Du kannst mir jetzt einen Text bringen, der komplett nur weltlich ist. Und wir können den alle fünf Leute jetzt hier lesen. Und wir können den alle anders verstehen. Das ist doch das richtig. Ist doch aber ich normal. Sage dir mal eine Sache. Allah hätte den Koran wie eine Gebrauchsanweisung für eine Mikrowelle schreiben sollen. Ja, drück auf den Knopf, dreh bei 3 und dann kannst du entfrosten. Drehst du auf 5, ist es 180 Grad und du hast das Essen aufgekocht. Aber das Problem ist mit diesen religiösen Schriften ist, dass wenn sie zur Interpretation freigegeben wird, dann entsteht doch erst recht das Chaos. Von einem Gott, der angeblich die Weisheit kennt und von allem die Weisheit erschaffen hat, kann er doch nicht ein Buch auf den Markt werfen und sagen, jetzt rätselt mal über die klaren und unklaren Verse des Koran und rätselt mal, was ich gemeint habe. Ja? Ja, genau. Und deswegen fordert uns auch der Islam auf, der Mehrheit zu folgen, der Mehrheit der Gelehrten. Die Mehrheit. Kelmendi, Entschuldigung. Deswegen ist ein ausschlaggebender Faktor, ob etwas wahr ist. Deswegen, das ist nicht möglich. Kelmendi, Entschuldigung. 1500, im Jahre 1500 hat auch die Mehrheit gesagt, dass die Erde eine Scheibe ist und keine Kugel. Da, ja, es geht hier, also. Es geht hier.
Es geht hier um. Ja, da, hatte, da haben, da haben, wir haben auch die Mehrheit gesagt. Es geht um die Erde. Das ist auch ein Glaube. Du glaubst, dass die Erde eine Scheibe ist oder du glaubst, dass die Erde eine Kugel ist. Das ist auch eine Glaube. Ich frage dich mal was. Kelmendi, wenn du jetzt ein Ingenieur wärst oder keine Ahnung, so ein, keine Ahnung, ein Mobilgerät bauen würdest, ja, würdest du extra auch noch einen Bug da reinbauen? Oder machst du das so perfekt, dass es perfekt funktioniert? Ah, das ist doch jetzt, was ist denn nein, das? Nein, jetzt ich frag dich, nein, ich frage dich mal was. Wenn du irgendwas bauen würdest, wenn du die Macht hättest, irgendwas zu bauen, machst du es so perfekt, dass es perfekt funktioniert, ohne irgendeinen Fehler? Oder baust du extra noch einen Bug da rein? Ganz normale, einfache Frage. Ich weiß schon, auf was du hinaus willst, aber ich muss dir ehrlich gestehen, das ist eine sehr, wie soll ich dir sagen, aber. Aber das ist, also ich frage nicht nur die Muslimen, ich frage auch jeden, der in irgendein Glauben hat, also irgendeine Religion glaubt. So, wenn ich jetzt Gott bin und allmächtig bin, also weil, keine Ahnung, seitdem ich 6 bin, befasse ich mich halt mit so, ich hinterfrage einfach alles. So, wenn ich jetzt Gott bin und alles erschaffen habe, warum zum Teufel muss ich einen Apfelbaum oder irgendeinen Baum dahin tun und zu Adam und Eva sagen, esst nicht von diesem Baum, sonst passiert das und das und das. Hör mal, ich habe selber 2 Kinder. Wenn ich zu meinen Kindern sage, betret nicht diesen Raum, ich bin mir 100%ig sicher, 1000%ig sicher, wenn ich mich umdrehe, sind die beiden da drin. Außerdem ein Gott, der ein Buch zur Interpretation freigibt, schafft von vornherein das Chaos. Wenn ich Gott gewesen wäre, würde ich die Zeichen so klar in den Raum setzen, dass es eben am Ende keine Sunniten oder Schiiten oder Wahhabiten oder Deobandi oder Naqshbandi gibt. Aber die Tatsache, dass Gott sich einen Spaß erlaubt hat, indem er den Koran heruntergesandt hat als eine Interpretation, ist der schlechteste Weg, eine Botschaft an andere Menschen heranbringen. Eine Sprache in einer antiken Botschaft den Menschen zu geben, in der modernen Zeit heute, und zu sagen, jetzt interpretiert mal die arabische Sprache des 7. Jahrhunderts, die Berbersprache des 7. Jahrhunderts und deutet mal daraus meine Lebensanweisung für euch. Wenn ich Gott wäre, würde ich niemals den Weg über das Buch wählen, weil das ist der schwächste Weg und besonders nicht zur Interpretation freigeben. Ich würde es so klar machen wie eine Gebrauchsanweisung für eine Mikrowelle. Ja, genau, deswegen bist du ja auch Atheist. Du wünschst dir, dass Gott direkt zu dir spricht und sagt, hey Kieran, mach das und das. Natürlich. Warum sollte ich es akzeptieren, dass ich mit seinem Bodenpersonal verhandeln soll und hören soll, was das sein mangelhaftes Bodenpersonal mir über Islam zu berichten hat? Wenn Gott will, dass ich ihm folge, kann er sich bei mir melden. Dann setze ich mich hin, mache ich hier eine Shisha und dann trinken wir einen Tee und dann unterhalten wir uns über seine Religion. Ja, und wenn du sagst, das wäre alles nur ein Test, dann frage ich dich, wenn Gott allmächtig ist, dann braucht er niemanden zu testen, weil er das Ergebnis schon bereits kennt. Also ist er entweder nicht allmächtig oder er ist ein Sadist. Das führt zu allem. Schau mal, wie unmoralisch dieser Gott ist. Das sieht man daran, dass Gott oder nicht allmächtig. Ein junges Mädchen wird vergewaltigt. Gott hat 3 Optionen. Er sieht es, will aber nicht eingreifen. Ah, oh, ja. Ja, er sieht es, er will nicht eingreifen. Er sieht es, aber oh mein Gott, jetzt habe ich einen Blackout. Aber bei der letzten Sache ist die, wenn er existiert, dann hat er nur, jetzt muss ich es mal anders gestalten, wenn er existiert und er sieht, dass ein Mädchen vergewaltigt wird, dann hat er die Möglichkeit einzugreifen, er will nicht. Er kann nicht oder er existiert nicht. Genau das waren die 3 Punkte. So, wenn er existiert, ist er unmoralisch. Denn jeder Mensch, der sehen würde, dass ein Mädchen vergewaltigt wird, würde wahrscheinlich dazwischen gehen. Damit ist jeder Mensch moralischer als Gott. Wenn er nicht will, ist er ein unmoralischer Gott. Weil dann sagt er, Pech. Dann wird sie eben geprüft und dann kommt sie ins Paradies für diese wunderbare Vergewaltigung. Oder er greift nicht ein, weil er nicht existiert. Dann würde es auch sehr plausibel aussehen für mich, warum es so viele gruselige Taten auf dieser Welt gibt, wo Gott nicht eingreift. Aber er hilft den Dschihadi-Gruppen, ja, Allahu Akbar, und befreit dann hier und dort mal eine Enklave und so weiter und so fort. Führt kriegerische Heere an, hilft Mohammed mit 40.000 Engeln, während er gegen die Mekkaner kämpft.
Da ist er immer komischerweise da gewesen. Aber wenn ein Mädchen vergewaltigt wird, ja, dann scheint sich das gesamte Bild über einen existierenden Gott einfach in sich zusammenzubrechen. Und das kannst du auch auf das Christentum anwenden. Da ist es genau das Gleiche. Ein Gott, der lebendig ist, würde da einschreiten. Was ich ja ziemlich besorgniserregend finde, sind ja diese ganzen TikTok-Hodjas, diese Wahhabiten, die du gerade kurz angesprochen hast, die ja sagen, zum Beispiel eine Frau darf beschnitten werden. Das war wortwörtlich so, wurde das in einem TikTok. Abu Bara. Ja, Mohammed hat gesagt, schneidet, aber schneidet nicht zu tief. Die Tradition kommt ja aus der vorislamischen Zeit. Aber damit natürlich das Volk er auf seine Seite ziehen kann, hat er die Tradition nicht verboten, sondern hat sie teilweise übernommen. Damit hat er sie religiös legitimiert und feuerfrei für die ganze Gesellschaft. Das ist das Problem. Freunde, ich habe jetzt auch einen neuen Besucher im Chat. Die Katalea, glaube ich. Katalea, magst du was sagen? Willst du dich vorstellen? Ich wollte eigentlich nur dazu was sagen, so. Zu was? Zu die ganzen, was ihr halt über den Islam redet, über allgemein über die Glauben, wollte ich einmal was dazu sagen. Also ich würde ja, ich kann gerne, aber willst du jetzt, was hat dich gestört? Warum bist du hochgekommen? Sicherlich hat dich was gestört. Hast du ein Kopftuch? Ja, genau. Ah, okay, gut, okay. Also das heißt, du bist religiös, du hast ein Hijab. Ja. Was hat dich gestört an dieser Diskussion jetzt? Mich hat es einfach gestört, dass Leute viel halt urteilen und sagen, ja, die Glaube ist so und so. Ich finde einfach, jeder hat seine Glaube, egal ob man Christ ist oder Muslime ist. Hauptsache, man hat seine Glaube und ich finde einfach, man soll die Leute lassen, seine Glauben, einfach, dass die glauben daran. Und ich finde es einfach darum zu diskutieren, was ist und dass es falsch ist und dass es richtig ist und so. Ich finde, jeder soll am Ende gibt es sowieso nur einen Gott. Es gibt nicht zwei Gott, es gibt nicht drei Gott, es gibt nicht vier Gott. Das ist Spekulation, ob es ein Gott oder mehr Gott ist. Aber Katalea, ich weiß nicht, hat mich geklärt. Wie heißt du, Katalea? Ich weiß nicht, wie lange du schon in der Diskussion hier bist. Wir hatten am Anfang irgendwie der Diskussion hier so ein Mädchen, Yamna hieß die hat eine ganz traurige Geschichte erzählt. Die ist auch also, gerade da. Sie ist unter schrecklichen Bedingungen nach Deutschland gekommen ist und das war wirklich nicht schön mit anzuhören. Und ich frage dich dann einfach, bist du mit solchen Geschichten einverstanden, die halt aufgrund der islamischen Regeln entstehen? Zuerst also wollte ich nur sagen, dass hier nicht nur einfach diskutiert wird. Hier wird die Wahrheit erzählt. Also wenn irgendetwas über der Scharia erzählt wird, tanze ich. Wenn ich über der Scharia rede oder über der Koran, sage ich nur das, was die Wahrheit ist und was da geschrieben ist. Ich rede nicht von meine Hadith oder irgendein Koran, den ich geschrieben habe. Das wollte ich nur mal klarstellen für dich, Katalea, damit du mich nicht falsch verstehen wirst, hoffentlich. Okay, dann kann ja, ich jetzt Ihre Kritik. Ich habe es ja auch nicht falsch verstanden, sondern das hat mich einfach nur aufgeregt, weil andere sagen so, der andere sagt so und ja, der Islam ist ja so und so und das ist halt für mich das Urteil. Genau. Das und ist für mich einfach das Urteil. In deiner Stelle als Muslima musst du gucken, ob das wirklich wahr ist, was ich zum Beispiel gesagt habe. Das steht im Koran, Surat Talaq, Ayah 4. Wala ilam yahidin, dass da steht, dass kleine Mädchen, die noch nicht mal ihre Periode bekommen haben, die dürfen verheiratet werden und auch Sex haben, weil ansonsten können die nicht geheiratet sein und Talak haben von 3 Monaten, dann wie soll ich um Talak beten, wenn ich noch nicht mal verheiratet bin? Das geht nicht. Also dann musst du gucken, ob dein Koran richtig fällt oder nicht und dann kannst du selber dann entscheiden, ob du daran beteiligst oder nicht. Das ist dann an dich. Aber dann kannst du nicht sagen, in einem Livestream wie dieser, wo die Leute reden aus Wissen und nicht einfach nur so reden. Ja, so, aber du redest nicht aus Wissen, du redest aus Unwissen und interpretierst alles falsch. Nein. Moment. Eine Sekunde bitte. Da musst du mir das beweisen. Yamna, eine Sekunde bitte.
Wir werfen nicht mit solchen Formeln in den Raum. Unwissen oder Nichtwissen, dafür sind wir ja da, um das herauszufinden. Ich bitte also von solchen Bemerkungen Abstand zu nehmen. Wir unterhalten uns und wir finden heraus, was ist das Beste. Ja, ja, aber sie hat ja offensichtlich paar Sachen entweder bewusst falsch gesagt oder... Kennst du kennst du die Diskussionstaktik ad hominem? Nein. Wenn man jemanden, ad hominem bedeutet, wenn man jemanden persönlich angeht, um eine Argumentationshoheit zu bekommen. Ja, wer persönlich wird und dem sagt, du redest aus Unwissen, hat die Diskussion intellektuell schon verloren. Entweder kommst du mit Fakten und umschreibst diese Fakten oder du lässt es. Aber wenn du sagst zum Beispiel, du redest aus Unwissenheit, du kennst doch gar nicht ihre Wissensfülle, dass du sagen kannst, sie redet aus Unwissenheit. Ist dir doch gar nicht bekannt. Ja, aber ihr Volumen an Wissen ist dir doch gar nicht bekannt. Ich kläre dir das nochmal auf. Nein, sie hat doch vorhin, warte mal. Sie hat doch vorhin zum Beispiel gesagt, warte du mal. Woran steht es? Warte du mal einen Moment. Moment, eine Sekunde, Moment. Jamna, eine Sekunde. Kelmendi, sag mir mal, was du jetzt sagen willst und dann antwortet Jamna. Jamna hat ja vorhin in den Raum geschmissen, im Koran steht, Frauen sind Tiere. Dann hat sie weiter... Sie hat sich korrigiert. Sie hat nicht gesagt, dass das im Koran steht. Sie hat dann es interpretiert, dann, es steht Saatfeld drin und Saatfeld heißt ja, dass man da mit den Kühen hochgeht und so weiter und so fort. Also völlige Falschinterpretation und völlege Falschaussagen. Sie hat gesagt, Landschaft oder Ackern oder sowas und ich habe gesagt, das übersetzt man besser mit Saatfeld. Sie wusste den Inhalt schon, was das bedeutet. Die Frau nur ein halbes Gehirn haben und lauter so Geschichten. Also das sind ja völlige Falschaussagen. Ja. Ich erkläre dir mal, in einer Diskussion war ich erstmal nicht eingegangen. Ich bin hier hochgekommen, habe meine Geschichte erzählt, wo ich meine Meinung gegeben habe. Da hast du recht. Aber wo ich in einer Diskussion mit dir war, da habe ich dich klar und deutlich Suren erzählt aus der Koran. Ich habe die Ahadith genannt. Das habe ich dir alles mit Adila gegeben. Okay? Und daraus habe ich keine Meinung gegeben, weil in einer Diskussion sage ich meine Meinung nicht. Dann rede ich mit Fakten, wo die Gelehrten darüber geredet haben. Also dann rede ich über Ibn Kathir, Abbas und andere große Gelehrten, wo wir die Islam vernehmen. Es geht nicht um meine Meinung beim Islam. Du darfst nicht mal eine eigene Meinung haben. Wenn du eine eigene Meinung hast, dann reden wir über was anderes, was ganz anderes. Aber hier reden wir über die Scharia. Und der Scharia kommt von der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und klar, und Koran. Da kannst du deine Meinung sagen, was du willst. Das steht trotzdem da. Und wenn du zum Beispiel nicht die Ehe nutzt aus Surah Taube, um Leuten zu töten, das kann schön sein für dich. Aber es gibt andere Leute, die Surah benutzen und das dann auch in Wirklichkeit machen. Und das ist das Problem, das wir jetzt haben. Danke. Es ist auch wichtig, dass wir darüber reden, weil wenn wir da nicht drüber reden, dann werden wir das Problem nicht lösen können, Katalea. Ja, das kann ich ja verstehen. Vielleicht hat er ein bisschen mehr Erfahrung. Sage ich ja nicht, dass er oder Erfahrung nicht hat, sondern einfach, ich finde, es ist einfach viel zu viel. Ich finde, jeder will ja seine Meinung sagen. Ist ja ganz okay und offen kann man das machen. Also man kann seine Meinung dazu sagen und sagen, ja, das ist so und so. Aber ich will einfach nur sagen, manche Leute, es kann vielleicht sein, weil ich sehe auch manche Kommentare, die hier reingeschrieben werden, so wie zum Beispiel, ja, geh in dein Land und so, wie sagt man, das fängt schon ein bisschen, also meine Meinung her. Weißt du, wir sind im Internet, da kann man nicht kontrollieren, was da irgendwelche Leute dauernd reinschreiben, weißt du, da muss man sich mehr dann auf die Diskussion konzentrieren, weil da kommen ja alle möglichen Leute rein. Und ich wollte auch nochmal sagen, du siehst ja auch zum Beispiel, wie die Frauen im Iran gegen den Kopftuchzwang auf die Straße gehen und so. Und überall, wie auf der Welt, überall den kleinen Brandherden Menschen um ihre Freiheit gegen den Islam überall kämpfen. Und ich, also, wie, wie,
Die Fragestellung also war, Katalea. Findest du das gut, dass es so ist, dass der Islam den Menschen diese Regeln aufsetzt und nicht ihre Freiheit ausleben lässt? Ja, die Frage ist, der Scharia hier zum Beispiel in Europa, ob der Scharia, bist du für der Scharia oder gegen? Weil dann kann ich verstehen, in welche Richtung ich mit dir oder die anderen reden können. Also bist du für die Scharia oder gegen der Scharia? Das ist mir eigentlich. Ich will erstmal meine Frage beantworten, ob sie das gut findet, dass die Frauen nicht selber entscheiden können in vielen Gegenden und sich den Regeln fügen müssen. Also ich finde so, ich wollte nur dazu was sagen. Ich finde einfach, ja, jeder zum Beispiel, es gibt ja die 10 Gebote, wie zum Beispiel in der Bibel. Es gibt ja auch die 10 Gebote, oder nicht? Die 10 Gebote in der Bibel sind nicht die 10 Gebote, die im Koran stehen. Im Koran gibt es immer eine Ausnahme, wenn es ums Töten geht. In der Bibel heißt es, du sollst nicht töten. Im Koran heißt es, du sollst nicht töten ohne einen Grund. Und was der Grund ist, steht gleich dahinter. Alarbefäden, Islamisierung behindern. Aber sie ist Muslim, da kann sie doch antworten. Du bist ich Muslim. Sage es so. Bist du für die Scharia oder gegen? Weil dann kann ich auch runtergehen, weil ich brauche dann nicht weiterreden. Weil ich bin nicht gegen die Scharia. Du bist nicht gegen die Scharia. Also bist du dafür für die Scharia? Ja. Okay. Du bist dafür, dass Allah gesagt hat, dass die kleine Mädchen, dass der Vater die auch einfach verheiraten, also an einen anderen Mann geben kann. Und wenn sie dann ihre, also wenn er sieht, er kann die dann sexuell nehmen, dann kann er das Mädchen abholen von zu Hause und geht dann nach Hause und wird Sex haben mit ihr, weil er denkt, sie ist bereit, obwohl nicht mal gefragt ist hier an das kleine Mädchen, ob sie überhaupt heiraten will. Dann antworte mal bitte, ob du das okay findest, wenn dein Mann, du bist gerade entbunden von deiner Tochter, der sagt, oh, ich habe einen Onkel, der ist richtig gut, der ist 50 Jahre alt und hat richtig Kohlen. Der muss jetzt verheiratet werden mit deiner Tochter. Du darfst nicht mal Nein sagen. Du hast nicht mal das Recht, Nein zu sagen. Weil dann gehst du vor Gericht und vor Gericht kannst du nicht alleine sein. Du musst mich haben, um dich zu verteidigen, weil du Naqisa tu aql wa din bist. Du bist Naqisa. Katalia, kann ich dich mal fragen, was verstehst du unter Scharia? Also ich sag dir ganz ehrlich dazu, ich bin, also wie sagt man, meine Mutter ist hier. Ich erkläre euch ein bisschen, wie ich zum, also ich sag auch jetzt nicht, wie sagt man, dass ich alles über den Islam weiß, weil ich halt nicht von kleiner an aufgewachsen bin, aber ich mich konfrontieren gelassen habe. Und ich sag auch nicht, dass ich jetzt perfekt über den Islam alles Bescheid wisse. Bist du muslimisch von Geburt an? Nein. Okay, bist du Deutsche? Ich bin hier groß geworden. Ah, okay, gut. Okay, also du kommst nicht aus einer muslimischen Familie, du bist konvertiert. Mein Vater ist aus Irak und er ist Muslime. Ah, okay, gut. Okay. Kein Problem. Ich bin gebürtige Muslime, war ich. Also ich wollte nur vorstellen, ich bin gebürtige Muslimin, ich bin muslimisch aufgewachsen und ich habe meinen Islam wirklich vom Sunna, Ahl-Sunna und Jama'a bin ich groß geworden. Und dabei will ich nur fragen, findest du als Muslimin, als Außenstehende, der konfrontiert ist und sowas hört, jetzt hörst du eine andere Seite, weil viele konvertierte Frauen wissen nichts, weil die das nicht hören, weil die sowas nicht weitererzählen, weil die das nicht können, weil dann du so ein Erschrecken hast, wie jetzt gerade, du nicht entscheiden kannst, ob der Islam jetzt was Gutes oder was Schlechtes, nein. Verstehst du, was ich meine? Ich möchte nur wissen, wie fühlst du jetzt dich dabei, dass ich diese Ayats gesagt habe mit Ahadith und ja, ist halt, wie soll ich dazu sagen? Es ist halt, wie sagt man, jeder hat seine Meinung und was soll ich großartig dazu sagen? Weil ich habe nicht. Ich will dir nicht ins Wort fallen, Entschuldigung, aber du weißt, dass du im Islam nicht jeder hat seine Meinung, Position einnehmen kannst. Im Islam musst du die Meinung des
nehmen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich mag das vom Koran. Also Rosinenpickerei funktioniert nicht. Entweder akzeptierst du den ganzen Koran. Natürlich hast du da recht. Genau, und deswegen sage ich ja, deswegen frage ich dich, was weißt du über die Scharia? Die Scharia ist, was ist die Scharia? Ist die Scharia für dich ein Buch? Kann ich jetzt nicht so direkt beantworten, weil ich das nicht genau weiß. Okay, gut. Nein, das ist fair. Ich will dich nicht vorführen. Deswegen frage ich auch nicht weiter. Gut, alles klar. Ich würde gerne Katalea was fragen. Ja, gerne. Katalea, hast du Kinder? Ich habe eine Tochter, ja. Du hast eine Tochter. Du hast ja gesagt, man sollte jeder seine Glauben lassen, also leben lassen, wie er denkt, ja. Wie er halt. Ne? Wie entscheidest du über das Religion von deinen Kindern? Dürfen die selber auswählen oder lebst ich du finde, den, deine Religion vor? Also wie gesagt, ich würde erstmal so denken, ich habe noch nicht richtig darüber überlegt, aber ich würde auch sagen, sie kann sich frei entscheiden. So, wenn sie zum Beispiel älter wird und sie das gerne möchte, zum Beispiel sage ich mal jetzt, sie wird jetzt Muslimin, das ist ihre Entscheidung, freie Entscheidung, weil ich finde, ein Kind muss seine Entscheidung haben. Man kann nicht ein Kind zwingen. Aber du erziehst doch gerade dein Kind, oder nicht? Ja, und die Erziehung liegt dir doch auch. Es ist doch selbstverständlich, dass jedes Elternteil sein Kind nach seinen Weltanschauungen erzieht. Was aber nachdem, also erziehst du denn? Aber Katalea, Leute, eine Sekunde, das ist chaotisch. Wir müssen das wieder ordnen. Wer möchte jetzt was auf Katalea sagen? Also ich würde gerne weiter meine Frage führen. Also okay. Bei der Diskussion ist es wichtig, dass wir nicht zu weit ausschweifen. Also versuchen. Genau. Es geht darum, die Erziehung von einem Kind. Also du hast ja gesagt, du hast eine Tochter. Du würdest die Entscheidung bei ihr freilassen, dass sie später selber entscheiden kann, welche Religion sie wählt. Aber du erziehst ja, bis sie erwachsen wird, nach deinen Vorstellungen. Oder sehe ich das falsch? Also ich erziehe sie von keinem Glaube. Sie jetzt zum Beispiel, ich glaube, sage ich mal, an den Islam. Aber ich, wie sagt man, erziehe sie nicht an meine Glaube. Das ist später ihre Entscheidung. Wenn sie 14, 15 ist oder vorher schon, darf sie schon einen Freund mit nach Hause bringen? Nein. Das ist ja meine Frage gewesen. Also du erziehst dein Kind religiös auf, nach deinem Glauben. Wie du dein Leben dir vorstellst, erziehst du auch so dein Kind, dass sie keinen Freund haben kann. Also ist das doch religiös. Du nimmst ihr Entscheidung schon weg. Du nimmst ihr die Entscheidung weg, wie sie zu leben hat. Ich habe gerade einen Kommentar gelesen. Zum Beispiel, ich würde es mal aufklären. Leute, wir haben eine Sekunde. Ja, bitte, Kalmendi, wolltest du was sagen? Ja, Kian, jetzt mal ehrlich, es ist doch selbstverständlich, dass Eltern ihre Kinder nach ihren Weltanschauungen erziehen. Das ist doch etwas Selbstverständliches, was völlig normal ist. Ich habe kein Problem damit. Ja, natürlich ist das normal, aber die hat ja gesagt, sie lässt das Kind selbst entscheiden. Und das tut sie dann im Endeffekt ja nicht. Das war der Widerspruch. Ja, und ich wollte ein Vorbild geben, vielleicht versteht sie das. Katalia, bitte. Ich kann ihr ein Vorbild geben. Zum Beispiel, ich erziehe meine Kinder nicht auf eine Religion. Ich lasse die Kinder selber entscheiden, indem dass die älter werden und dann zum Beispiel der Koran abgeben oder wenn die Fragen haben, dass ich die dann darüber lesen lasse und etc. Wenn mein Sohn mit 11 Jahren zu mir kommt und sagt, ich habe einen Freund und ich mag den, dann lasse ich die zusammenspielen. Dann sage ich nicht, nein, das geht nicht. Oder eine Freundin. Also ich bin so weit gekommen. Verstehst du mich? Also ich sage kein Bismillah mehr oder so oder vor die Geschichten aus dem Koran lesen, bevor die schlafen und alles. Das lasse ich alles raus. Ja, das ist auch dein gutes Recht. Verstehst du? Ja, ich sage nur ein Vorbild. Also die ich sage, musst du dir vorstellen, dass ich das nicht bin.
Also im Allgemeinen rede ich jetzt. Ja. Okay, aber, also ich rede nicht über mein persönliches Leben, aber ich sage ich im Allgemeinen. Also ja, damit Sie das besser verstehen. Ich verstehe, aber, was ich... Kurz rum wollte ich nur fragen, hast du dich weiter gefragt oder selber gelesen, wofür du dein Kopftuch trägst? Ich bin echt gespannt. Warum trägst du Kopftuch? Erstens habe ich so gedacht, dass ich die glaube, ich war noch nie Christen, weil ich in den Kommentaren gesehen habe, dass einer geschrieben hat, Christen. Ich war noch nie mein ganzes Leben Christe. Die erste Glaube, was ich angenommen habe, ist muslimisch. So. Und ich bin gerade wirklich daran, sage ich mal so, dass ihr alle versteht, ich bin gerade daran, dass ich es lerne. Also ich lerne zum Beispiel, was ist das Richtige im Islam oder was ist die Wahrheit im Islam. Richtig. Und wie bist du darauf gekommen, dass du ein Kopftuch trägst? Weil es gibt viele Muslime, die noch kein Kopftuch tragen, deshalb. Zum Beispiel, ich bin darauf, sag ich mal so, aufgekommen, wann ich schon die Glaube annehme und sage, ich sage sowieso, es gibt nur einen Gott. Und ich habe, wie gesagt, den Hijab, den trage ich nicht nur, weil ich Muslime bin, weil ich mich auch da wohlfühle und weil es einfach zu die Glaube dazu gehört. So, du weißt, warum der Hijab, du weißt, was die Bedeutung, also du weißt, warum der Islam die Hijab aufgefordert hat. Du weißt, warum, also zum Beispiel frage ich nochmal, du weißt, warum Allah zu dem Propheten gesagt hat, warum die muslimischen Frauen die Hijab tragen müssen? Du weißt es? Ja, also ich weiß, warum die Frauen Hijab tragen. Kannst du das ein bisschen erklären? Also die Frauen zum Beispiel müssen Hijab tragen, also die müssen den Hijab tragen, dass die, wenn die zum Beispiel rausgehen, also so wurde es mir halt halbwegs erklärt, so wenn die rausgehen, so hast du das nicht ist selber, ja... Also hast du nicht selber informiert, du hast es nur gehört und so angenommen, wie eine andere Person es dir erzählt hat. Du hast nicht selber den Koran geöffnet oder der Tafsir ausgesucht, du hast nur irgendjemanden gehört, den du denkst, der ist zu vertrauen, der hat das Recht. Und du hast es einfach so aufgenommen und dann so in dein Leben, verstehe ich das gut? Genau richtig. Ich habe verstanden, was du meinst. Das ist ja genau so, was ich am Anfang gesagt habe, dass die meisten Muslime es einfach von anderen hören. Von anderen hören und einfach wiedergeben, was sie gehört haben. Aber selber geforscht haben die nicht. Selber nachgelesen haben sie nicht. Selber verstanden und hinterfragt haben die nicht. Genau, das ist das Problem. Eigentlich eine Unterstellung an alle Männer, dass sie Sexbestien sind, dass sie nicht zügeln können und alle Frauen anfallen. Weil im Koran steht ja, dass das Kopftuch, Frauen sollen sich verhüllen, damit sie als Muslime erkannt werden und nicht belästigt werden. So, und deswegen ist das ja quasi auch ein, also das wirft mir ja vor, dass ich hier so ein Wilder wäre, der dich sofort anfallen würde, wenn du kein Kopftuch auf hättest. Also. Ich habe ein Beispiel dazu. Also, schau mal, wenn du jetzt in Sauna gehst, läufst du nicht die ganze Zeit mit einer Dauerlatte rum. Ist das so? Du schon, weil du das halt selten siehst, denke ich mal, ne? Also weil du es selten siehst. Ich sag mal so, wenn du Geburtstag hast und beschenkt wirst, ne? Wenn jemand dir ein Geschenk bringt und es schon offen ist, ne? Es ist nicht verpackt, denkst du dir, ach, okay. Aber wenn es verpackt ist, dann wirst du notgeiler, dann willst du es erst recht öffnen und gucken, was da drin ist. Also ich finde, dieser Hijab ist ja total, deswegen passieren ja auch so viele sexuelle Eingriffe in Deutschland, wenn die aus solchen Ländern, aus islamischen Ländern nach Deutschland kommen und die sehen dann halt ein bisschen halbnackt, die denken, okay, wir dürfen dann alles machen. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass nur die Hurra, also nur die Frau,
die Hor ist, ich weiß nicht, wie ich Hor sage, also frei ist. Nur sie muss die Hijab tragen. Die Sklavinnen, auch wenn die Sklavinnen Musliminnen waren, die dürften das nicht. Die hatten einen anderen Aura wie der Mann. Ich wollte das noch mal kurz ergänzen, was du sagst. Katalea, du trägst den Hijab, wenn du dem Tafsir von Ibn Kathir Glauben schenkst. Ich weiß nicht, ob du Ibn Kathir kennst. Der ist ein hoch angesehener historischer Koran-Exegese, ein Erläuterer des Korans. Und er beschreibt in seiner zweiten Kommentarspalte, dass der Hijab als Unterscheidung zwischen Sklavenfrauen und freien Frauen gekommen ist. Der einzige Grund, warum du ein Hijab trägst, ist, weil der Islam unbedingt eine Unterscheidung machen wollte zwischen den Frauen, die man belästigen darf, und den Frauen, die man nicht belästigen darf. Die Belästigung für Sklavenfrauen durfte weitergehen, die durften sich gar nicht bedecken, die mussten auch sich so anziehen, dass sie erkannt werden als Sklavenfrauen. Und die muslimischen Frauen haben sich bedeckt, damit sie als muslimische Frauen erkannt und nicht belästigt werden. Und nach Ibn Kathir, den Tafsir kannst du selber im Internet lesen, wirst du feststellen, dass der Hijab nur aus einem Grund heute auf deinem Kopf klebt. Damit du als freie Frau wahrgenommen werden sollst, während andere Frauen, die in der Sklaverei waren, weiterhin sexuell belästigt werden durften. Denn warum ist der Koranvers Sure 33, Vers 59 überhaupt gekommen? Die Frauen und die Männer der Frauen sind zum Propheten gekommen und haben gesagt, ja Mohammed, irgendwas läuft hier schief. Wann immer wir hier auf den Markt gehen und wann immer wir hier unsere Frauen nachts auf die Toilette gehen, sind hier irgendwelche Stalker und belästigen unsere Frauen. Und auf dem Markt wird ihnen an den Röcken gezogen und dann werden sie hier angemacht und das geht doch nicht. Und dann hat der Prophet angeblich diese Offenbarung bekommen, Sure 33, Vers 59, in dem es dann hieß, O Prophet, sagt deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich herunterziehen. Das ist eher geeignet, dass sie erkannt und so nicht belästigt werden. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Nicht, dass sie erkannt werden. Das heißt, der Hijab ist so eine Art Uniform für gläubige Frauen. Und dass sie nicht belästigt werden, dass sie von den Götzenanbetern nicht für Sklavinnen gehalten werden. Und das ist der Grund, warum du einen Hijab trägst. Du trägst etwas, was überhaupt nicht mehr in unserer Gesellschaft funktioniert, weil wir gar keine Sklaven haben. Ja? Noch einmal, Deli. Und dann kommt dazu, dass dieser, Entschuldigung, Jamna, dann lasse ich dich sofort wieder in Ruhe. Und dann kommt dazu, dass der Hijab nicht dafür da war, um deine Würde und deine Schönheit zu bedecken. Das haben moderne Gelehrte erst die letzten 200 Jahre erfunden. Die Ursprungsgelehrten, die Gelehrten der ersten Stunde, haben alle diesen Hijab-Anordnung damit begründet und entschuldigt, dass muslimische Frauen nicht gleich sein dürfen mit Sklavenfrauen. Und das ist nicht nur menschlich abgrundtief bösartig, denn der Islam hat faktisch nur den Muslimen eine Chance gegeben, sich vor sexuellen Übergriffen zu schützen, aber nicht den Nicht-Musliminnen und nicht den unfreien Frauen. Und zweitens, er hat so etwas mit dem Hijab, hat er so etwas wie eine Kaste eingeführt. Ich bin besser als die anderen. Also, das hat dazu geführt, dass der Hijab im Grunde genommen so durch die Geschichte gegangen ist. Und Omar ibn al-Khattab, der zweite Kalifa, den kennst du doch, oder? Den Katalea. Hä? Den zweiten Khalifa kennst du doch, Omar ibn al-Khattab. Ja. Gut. Omar ibn al-Khattab hat eine Sklavin, die zum Islam konvertiert ist, das Kopftuch wieder heruntergerissen, weil er gesagt hat, weißt du denn nicht, dass der Hijab nur für freie Frauen ist und nicht für unfreie Frauen? Und er hat dann daraufhin die Schwester, die diese Sklavin hat er kritisiert, hat gesagt, wie kannst du sie in den Hijab tragen lassen? Weißt du nicht, dass der Prophet angeordnet hat, dass nur die freien Frauen einen Hijab tragen? Hat diese Frau gezwungen, wieder
ihre Haare und ihren Körper bloßzulegen, damit sie wieder zu einem Sexualobjekt für andere werden kann. Genau. Und erst später, lange, lange, lange später, 800-900 Jahre, als der Westen auf die islamische Welt geprahlt ist, haben die Muslime sich geschämt für diese alten Regelungen und haben dann plötzlich neue Entschuldigungen gefunden, wie die Würde der Frau und damit ihre Körper nicht gesehen wird, damit der Intellekt mehr vorkommt und nicht der Körper im Mittelpunkt steht. Genau. In Wirklichkeit sind das erfundene Regelungen und haben nichts mit den Ursprungsregelungen zu tun, wie der einst der Koran, diesen Koran. Wie gesagt, ich möchte nur noch eine Sache, gehe ich runter. Ich möchte auch nur sagen, im Koran, damit du einen Beweis dafür hast, kannst du das selber lesen. Im Koran werden Sklavinnen als ma malakat aymanukum geschrieben. Also glaubt auch nicht, bitte, glaubt auch nicht jeder Translator, weil viele Translators, die haben das falsch gemacht. Wenn du die arabische Sprache beherrschst, verstehst du die Bedeutung. Ich hoffe, du kannst das dir aufschreiben, Katalea. Ich möchte nur das Beste für dich und ich hoffe, du hast deinen Frieden in dem, was du hast. Und ich hoffe, du bist ein Herz. Du verstehst den Koran auf jeder Sprache, sonst würden alle Muslime was anderes tun. Ja, aber ich will mal was dazu sagen. Also geschichtlich und theologisch ist es ja völliger Quatsch, was ihr jetzt hier gerade erzählt habt. Du willst mir sagen, dass Ibn Kathir, der anerkannteste Koran-Exegese, hör mir doch mal über das Tafsir, über diesen Koranvers, Sure 33, 59. Ich bitte dich, hör auf, so zu relativieren, wenn es diese Tafsir gibt. Warte doch mal, Kian. Man hört dich nicht. Kian, warte doch mal. Alle frühesten Gelehrten haben den Koranvers Sure 33, Vers 59 exakt so gedeutet. Ich biete dir an, ich warte nicht, weil du totaler Quatsch redest. Und ich sage dir jetzt auch, warum du Quatsch redest. Weil du versuchst, wieder Apologet zu spielen und das zu verteidigen. Nein. Statt auf die Tafsir zu gehen und einfach zu schauen, dass es einfach, das war die Erklärung. Freie Frauen gegen unfreie Frauen. Das ist der Grund für den Hijab. Und es gibt keine anderen Gründe für den Hijab. Weil du stellst es ja so hin, als Das ist nicht, was Kian sagt, das ist nicht, was ich sage. Das ist, was die großen Gelehrten sagen. Große Gelehrten, größer als du. Das ist, was der Prophet gesagt hat. Ich verstehe nicht, was du in deinem Kopf hast. Du stellst dich über den Prophet. Der Hijab, der Hijab, über den Prophet Hijab, stellen, Kelmendi. Der Hijab, das kannst der Hijab du nicht. Ist keine Erfindung des Islam. Der Prophet hat Maria al-Qibtiyya, tausende Jahre bevor er in seinem... Sie hatte auch kein... Okay. Eine Sekunde. Was ist der Hijab, Kelmendi? Der ist... Du hast doch jetzt über den geschichtlichen Akt geredet. Als zum Beispiel die Deutschen oder die Europäer auf die Muslime getroffen sind, dass sie sich verwundert haben über ihre bedeckte Frauen. Hast du mal Bilder aus dem 18. Jahrhundert zum Beispiel gesehen? 1870, 1890 aus Deutschland. Ja, bitte. Ja. 1400 Jahre alt, da gab es das alles noch gar nicht. Du tust ja so, als wäre der Hijab eine islamische Erfindung. Ja, bis heute sagen orthodoxe Frauen, wenn sie in eine Kirche eintreten, den Hijab. Bis heute trägt jede albanische Oma, ob sie katholisch ist, ein Kopftuch. Das ist das Schöne an meiner Position. Ja, alle Deutschen sind Kopftücher, ne? Du tust ja so, als wäre das eine Erfindung von Islam. Es gab davor keine Kopftücher. Du kommst wieder, du machst wieder die große Schleife über, die machen das ja auch. Ich habe dir schon mal gesagt, in dem Moment, wo du sagst, die Kirche macht das auch, gibst du zu, dass es dieses Problem sowohl im Christentum als auch im Islam gibt. Das ist eine falsche Interpretationsebene, die du da betrittst. Die andere Sache ist, dass ich jetzt nicht von anderen Religionen spreche, sondern ich spreche hier als Ex-Muslim über den Islam. Und ich habe dir gesagt, dass die bekannten Koran-Exegesen
alle diese Erklärungen zwischen freien und unfreien Frauen auf den Tisch gelegt haben. Und deswegen ist es unmoralisch. Es ist Nein. unmoralisch. Und ich erkläre dir, dass im Islam einfach Sachen auch übernommen wurden. Ich gebe dir einen Beweis. Ja, Genitalverstümmelung zum Beispiel. Es wurden übernommen. Jetzt erklär mir zum Beispiel, warum im Islam Schweinefleisch verboten ist. Erklär mir das. Wir reden über Hijab. Moment. Wir gehen jetzt weil gleich eine andere Fantasie-Religion gesagt hat, du darfst kein Schweinefleisch essen. Und ich sage dir noch einmal, verlasse dieses islamische Territorium nicht und gehe zu anderen Religionen, um Hilfe zu suchen für deine Argumentation. Nein. Du hast zu erklären, warum die frühesten Koranexegesen diesen Unterschied klar gemacht haben zwischen freien Frauen und unfreien Frauen. Und wenn du darauf jetzt nicht eingehst, nehme ich dich runter von der Plattform. Ich sag dir eine ganz einfache Sache. Auf Wiedersehen. So. Der macht das die ganze Zeit. Kian, hättest du ihn bitte sprechen lassen? Das ist das, was warum Kian. Soll mal ein anständiger Muslim hochkommen, der wenigstens dazu steht, was ihre frühesten Koranen sind. Gebe ich dir vollkommen recht. Der ist die ganze Zeit leise, stimmt zu, aber wenn er irgendwas sagen will, dann belügt er alles. Aber in dem Moment, wenn die Beweise sagen, sagt er nicht, dass es nicht wahr ist. Jamna, ich hätte gerne seine Meinung dazu gehört, weil so hätte der zugegeben, dass der Koran dann von anderen Religionen